Hallo, meine lieben Freunde, ich bin's, euer Toffer. Frohe Weihnachten, heute ist der 24. Dezember. Schön, dass ihr dieses Video hier anschaut. Lang ist's her, aber ich lebe noch. Ja, ich dachte mir, heute hier zu Weihnachten mal so ein bisschen im Winter Wonderland umschauen. Mad Red Tiger. Ich habe diese Map noch nie betreten. Und ich dachte mir, Mensch, heute an Weihnachten mein Lebenszeichen von mir und ein bisschen, ja, ein bisschen die Winterlandschaft hier genießen, nicht wahr? Wir können ein bisschen quatschen dabei. Ich kann euch ein bisschen was erzählen, was so abgegangen ist bei mir die letzten Wochen. Und vielleicht auch so einen kleinen Rückblick schaffen. Und vielleicht auch einen Ausblick auf das, was noch kommen mag. Ja. Lehnt euch also zurück, nehmt euch was zu trinken. Es wird ein bisschen gemütlich heute. Also, erst einmal danke, dass ihr hier dieses Video anschaut. Das ist nicht selbstverständlich. Ich finde das immer unglaublich. So, wenn ich auf meine Kanalanalysen gucke, was das für Aufrufe sind, wie viele Leute sich den Quatsch hier angucken, den ich manchmal mache. Und auch jetzt in der Zeit, in der ich keine Videos gemacht habe, kommen halt echt eine Menge Aufrufe rein. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Ich habe mir irgendwann gedacht, Mensch, du hast jetzt so einen YouTube-Kanal. Den hast du vor 8 Jahren oder so, hast du da mal Videos hochgeladen. Halli, hallo, hallöle. Ich bin der Onkel Feltins. Schönen guten Abend. Hi, Mann. Und ich habe immer eigentlich Lust gehabt, so YouTube-Videos zu machen. Aber mein Rechner, der war halt einfach viel zu schlecht dafür. Also, mein Computer, das ist ein Trauerspiel. Ich sage euch, wie es ist. Dieser Computer hier, der ist lauter als eine Flugzeugturbine und langsamer als mein Handy. Ich könnte auf meinem Handy literally besser spielen als auf diesem Rechner. Es ist ein Wunder, dass ich ein Spiel laufen lassen kann und nebenbei OBS zum Aufnehmen. Not gonna lie. Also ich weiß auch nicht, wie ich damals GTA gespielt habe. Das muss ja, also, mehr als 20 FPS bekomme ich da nicht. Naja, wie auch immer. Ich habe mir dann gedacht, Mensch, hast Bock zu spielen? Und, dann habe ich irgendwann für mich GeForce Now entdeckt. GeForce Now? Wenn ich hier jetzt mal auf Steuerung N drücke, seht ihr das? Ich streame meine Spiele alle. Also alles, was ich spiele, wird gestreamt. Ich kann euch das jetzt nicht zeigen, weil ich dafür das Spiel beenden müsste. Aber vielleicht mache ich hier mal. Na, ihr könnt ja GeForce Now einfach gucken. Ist ja kostenlos im Grunde erst einmal. Und ich dachte mir dann, Mensch, dann holst du dir jetzt und dann guckst du, was du da spielen kannst. Hab mir auch erst die kostenlose Version geholt. Hab dann Assassin's Creed gespielt. Und ey, das hat so gebockt, ne? Also plötzlich auf meinem Computer ein Spiel zu spielen, was ich sonst vorher nie hätte spielen können. Krass, krasses Ding. Und ja, dann dachte ich mir so, okay, wenn du jetzt, also, solche Spiele spielen kannst, kannst du die doch auch aufnehmen, oder nicht? Das ist ja insane. Dann hab mir dann die kostenpflichtige Version von GeForce Now geholt, um länger spielen zu können und besser Qualität. Mein Internet macht das alles super mit. Und ihr seht es ja auch hier, ne? Es ist alles auf Ultra und ich habe immer noch 155 FPS. Video wird trotzdem nur in 30 FPS aufgenommen und so, ne? Ist klar. Ist aber auch egal. Ja, und dann habe ich mir ein Spiel rausgesucht. Elite Dangerous. Fand ich cool. Fand ich richtig geil.
Finde ich auch heute noch geil. Und es macht halt mega Spaß. Da durch die Gegend zu düsen, dir die Sachen anzugucken, zu erkunden, zu entdecken und. Das lief auch echt gut. Da kamen dann Zuschauer. Da habe ich mir gedacht, Leute, wo kommt ihr her? Wo kommen die Leute alle her? Aus ihren Löchern. Ja, ist ja gut. Komm mal her. Dann mal direkt mal hier schön durchschießen. Wo kommt ihr alle her, habe ich mich gefragt. Anscheinend gibt es ja Nachfrage, ne? Und die Aufrufzahlen sind für meine Verhältnisse, ne, für das, was ich mir vorgestellt habe, explodiert. Na klar, nicht konkurrenzfähig mit irgendwelchen anderen großen Leuten, aber für mich, ne, so im Vergleich zu Sachen, die ich vorher mir die ich vorher mal gespielt habe, war das halt Himmel und Erde. Ne? Und dann dachte ich mir, geil, musste mehr ballern. Und dann gedacht, gut, was spielst du denn noch gerne? Hier, Call of the Wild spiele ich unglaublich gerne. Ich bin ein großer Call of the Wild Fan. Willkommen in Sibirien, Quest abgeschlossen. Obwohl ich die Quest gar nicht anhab. Auch toll. Quest-System, oh, was ist das denn? Aha. Naja. Call of the Wild spiele ich unglaublich gerne. Hat jetzt nicht die Aufrufzahlen wie in Elite Dangerous, aber mir unglaublich Spaß. Es macht mir unglaublich Spaß. Und auch das Schneiden macht mir unglaublich Spaß. So, so den Grind, wenn man sich den anguckt, ne? Ich habe ja. Ich lasse nochmal laufen. Das ist alles so klein. Spotten wir hier. Ja, schon Dreier hier, aber er ist zu weit weg, ne? Dann müssten wir hier. Oder? Vielleicht können wir da hinterher. Na, ihr liegt auch hier. Diese ganze Count-Mechanik hier, die ich gemacht habe, da habe ich ja excellente Programme für. Ich kann ja auf meinem Handy einfach eine Taste drücken und dann geht der Counter hoch und so. Auch das Schneiden hat mir mehr Spaß gemacht, denn wer will sich, wenn ich hier einfach so laufe wie jetzt, das Ganze eine halbe Stunde angucken? Ich bezweifle auch jetzt schon wieder, dass sich das hier irgendwer angucken wird. Bezweifle ich ganz stark. Egal. Bin die da vorne jetzt? Da läuft der Vierer. Na, der ist nicht getroffen. Haben wir ihn? Doch, er liegt. Sehr schön. Johnny Bishop, such mal eben. Ja, habe ich dann auch Call of the Wild gespielt. Weil ich Call of the Wild ein richtig geiles Spiel finde. So, und dann dachte ich mir, okay. Mehr Variety. Denn, echt schon einen Großteil meiner Zeit eingenommen am Tag, ne? Also, überlegt euch mal, wenn ihr eine Aufnahme macht, das ist ja der kleinste Teil der Zeit. Dann muss man das Ganze ja noch schneiden. Dann im besten Fall noch Musik drunter legen. Sich vorher auch noch überlegen, was man überhaupt machen möchte. Und. Dann die Thumbnails vorbereiten. Das Ganze hochladen. Die Beschreibung, die Titel. Da bist du echt unterwegs. Und das, wirklich
konstant gut zu machen, ist eine Arbeit, ne? Also ich weiß schon, warum Leute, die das vernünftig machen, mit Erfolg haben, ne? Und das Ganze auch tagesfüllend ist. Ja, such du mal die Blutspur noch, Johnny Bishop. Wir werden in der Zeit hier mal abgreifen. Als süße Rentier. Ja, wir werden heute den Grinch spielen und Santa ein bisschen in Bedrängnis bringen. Ja, und dann kam das dritte Spiel dazu. Satisfactory. Satisfactory, auch ein richtig geiles Spiel. Und ich hatte es auch mit meinem Kollegen Basti. Basti, wenn du das sehen solltest, liebe Grüße gehen raus. Oder welcher Blutspur folgst du denn jetzt? Das Tier ist doch schon gefallen. Hier sind nur zwei Tiere gewesen, mein Freund. Folge mir. Bitte bei Fuß. Ja. Wo wollte ich jetzt hin? Satisfactory kam dann. Hab ich dann privat mit Basti im Multiplayer gespielt. Und das ist halt auch ein Brocken, ne? Also, um Satisfactory vernünftig spielen zu können, muss man halt auch eigentlich einen Doktortitel machen. Da muss man eigentlich richtig, richtig deep rein. Bin ich auch. So mit Palen und so kann ich ja eigentlich recht gut umgehen. Und es hat mir Spaß gemacht. Noch das zu schneiden. Ich habe sogar noch eine Folge auf Halde, die ich aber nie hochgeladen habe. Warum auch immer, keine Ahnung. Und auf lange Zeit dann habe ich mich selbst übernommen. Ich wollte zu viel. Ja, guck mal hier, schönes Geweih. Oh, guck mal hier. Das ist doch schon mal ein kleiner Rudolf hier. Der gefällt mir doch schon mal. Aber nicht symmetrisch hier, ne? Kriegen wir besser hin. Da war ein Skillpunkt, glaube ich, ne? Ja, Fertigkeitspunkt. Ich verteile nochmal kurz. Ich wollte hier oben hin. Das heißt, wir packen jetzt nochmal einen hier auf. Ja, packen wir hier rein. Sehr schön. Da hinten will ich hin. Ja. Ich habe mich echt übernommen. Und war dann sehr schnell demotiviert. Und ich habe auch so an mir, dass ich so selbst kein Selbstvertrauen habe. Ne? Also ich vertraue mir dann nicht selber und denke, yo, das schaffst du. Oder das ist cool, geh vielleicht einen Schritt zurück, sondern dann sage ich halt einfach, gut, dann lassen wir es jetzt. Anstatt 6 Videos die Woche rauszunehmen, hätte ich auch sagen können, alles klar, ich mache nur 2. Oder ich mache von jedem Video nur 1 die Woche. Ja, schwierige, schwierige Angelegenheit. Und, ja, fraglich ist, wie geht's jetzt weiter? Das weiß ich selbst nicht so genau. Ich, hab eigentlich mich so ein bisschen überlegt. Und ich möchte schon, dass ich das noch weitermache. Weil es mir Spaß macht. Aber in dem Maße, in dem ich es gemacht habe, ist es halt einfach für mich nicht machbar. Ne? Also, ich habe ja auch nebenbei noch andere Dinge zu tun. Nächstes Jahr wird für mich sowieso vollkommen krass. Mit vielen Änderungen in meinem Leben. Wo ich noch nicht weiß, wie ich das alles hinkriegen werde für mich. Aber muss ja irgendwie gemacht werden. Also, muss da. Ja. Das muss eine Symbiose finden. Und da weiß ich noch nicht genau, wie ich das machen werde. Ich rufe euch hiermit jetzt auf. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein. Was würdet ihr am liebsten sehen? Wo hättet ihr Bock drauf? Ja. Ich kann jetzt zu allen drei Spielen noch mal was sagen.
Und es gibt natürlich noch viele weitere Spiele, die man spielen kann, ne? So ist es nicht. Aber Elite Dangerous, ey, liebe ich. Richtig geil. Ich liebe es, durch die Gegend zu fliegen. Ich liebe es, Aufträge zu erledigen. Ich liebe es, zu farmen. Auf Planeten rum mit dem Buggy. Ist richtig geil. Aber ich glaube einfach, dass das eher ein Spiel ist, was man streamen sollte. Ich glaube, für Aufnahmen ist das richtig, richtig scheiße. Da brauche ich ja für eine Aufnahme... weiß nicht, da braucht man ja 6 Stunden für, um eine vernünftige Aufnahme zu machen. Wenn man da irgendwie ein bisschen Anspruch an sich selber hat. Denn, klar kann ich die ganze Zeit euch zeigen, wie ich durch die Gegend springe. Aber, ja, es ist halt einfach... ich brauche 18 Jahre, um da irgendwas zu erreichen. Munition hier reinballern. Und sollte das denn... der Anspruch sein? Sollte ich das machen? Weil wenn ich das mache, dann kann ich nichts anderes hier machen. Also, wenn ich jetzt erst, um Fortschritt zu erzielen, 90 Jahre durch die Gegend fliegen muss und mir erst einmal das Wissen aneignen muss für dieses Spiel, es ist geil, ne? Versteht mich nicht falsch. Es ist unglaublich geil, dass man sich das alles selbst erarbeiten muss. Dass man Codex-Einträge lesen muss, dass man so viel nachforschen muss, dass man gucken muss, okay, was ist am effektivsten? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Aber da werde ich halt auch von dem Spiel ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack an die Hand genommen. Dass sie mir sagen, alles klar. Wann kommt wer? Was ist der denn? Dass sie mir sagen, Toffer, du. Du willst meinen gehen? Alles klar. Hier haben wir ein Ratgeber, ein Tutorial, irgendwas. Wie ist Mining? So Tutorials, da kannst du auch größtenteils Tutorials finden von vor 30 Jahren. Die teilweise irgendwelche Dreijährigen gemacht haben. Unterm Dachboden bei ihrer Urgroßmutter, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist eine schwierige Angelegenheit. Ist wirklich eine schwierige Angelegenheit. Und ich würde es ja so gerne weitermachen. Muss ich gucken, wie ich damit zurechtkomme. Call of the Wild, ganz klar. Ich mache den Grind ja auch nebenbei immer weiter. Ich spiele auch nebenbei immer. Ich habe... Wir können ja mal kurz hier in den Codex reingucken. Im Jagdverlauf. Und da sehen wir hier, Weißwedel werden geballert. Weiter runter scrollen kann ich leider nicht. Salzwasserkrokodile habe ich hier geholt. Ich war ein bisschen hier unterwegs, ein bisschen da unterwegs, war am Mississippi unterwegs. Da spiele ich auch privat sehr gerne und sehr oft. Ich habe ein paar Rothirsche erlegt. Ich habe 3 Karten komplett aufgedeckt, bin zu jedem Außenposten gegangen, habe mir alles freigeschaltet. Und ja, dieses Spiel ist für mich Liebe. Leider nicht immer so für euch. Zumindest, wenn man den Aufrufzahlen Glauben schenken kann. Ich kann ja mal kurz hier live und in Farbe bei mir ins YouTube-Studio reingehen. Für mich. Aber ich kann es euch schon mal hier Desktop links. So, da sieht man es ja. Da sind noch Videos dabei von meiner Nichte, die das Cheerleading gemacht hat. Aber ne, aufruftechnisch ja, ist kritisch. Hier, 9 Aufrufe. Das ist halt... boah, das wollte ich gar nicht. So die letzten 28 Tagen, wenn wir jetzt mal sagen, okay, machen wir mal so. Gut, da ist Call of the Wild Part 1. Ne, vorne. Aber, ja,
ist eine schwierige Angelegenheit. Kurz mal ins Spiel rein. So. Ich will auch nicht zu nah ran. Der ist ein Dreier. Nehmen uns eher den hier, ne? Getroffen haben wir sie, aber ich glaube, das war jetzt suboptimal. Ja, ihr seht es hier, aufruftechnisch. Viele Burner dabei, aber sowas hier dann, ne? 44 Aufrufe zwischendrin, 39 Aufrufe. Wo ich halt richtig Zeit auch rein investiert habe. Das Video hier, wie viel Schnittzeit ich da reingesteckt habe. Oder, ja, das hier hat gut performt. 5 Likes. Ist eine Schwierigkeit, ist eine Schwierigkeit. Das erste Video hier, 80 Aufrufe. Ja, wenn ich so 80 bis 100 Aufrufe hätte, dann, fände ich das ja schon geil. Muss ich ja gestehen. Habe ich aber nicht. Na komm, dreh dich doch nochmal. Vorhin dreh dich doch nochmal. Na, so einen kleinen Dreher noch. Weiß ich, vielleicht habt ihr aber auch auf irgendwas komplett anderes Lust. Bei Satisfactory. Ja, kann ich so nicht schießen. Bei Satisfactory ist im Grunde genommen dasselbe Problem. Wie bei die Dangerous. Vorbereitungszeit. Also. Ja. Schlecht kann ich ja noch gar nicht getroffen haben jetzt, oder? Naja. Vorbereitungszeit ist da ein ausschlaggebender Punkt. Ja, wir müssen... Ich muss für mich herausfinden, wie ich das am besten mache. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin geguckt. Technisch aber auch nicht so viel. Ah ja, ist gefallen. Dann werden wir jetzt mal Blut suchen. Dann verfolgen wir die beiden Tiere noch, dann ist das auch, glaube ich, für dieses Jahr. Ich glaube, den Grind, den möchte ich auf jeden Fall gerne weiter dokumentieren. Ich möchte den hier drüben gerne verfolgen. Ich weiß nicht, ob das derselbe ist. Und ich weiß nicht, hier, was man sich hier bei der Färbung gedacht hat. Naja, müssen wir ja wissen. Ja. Das ist auf jeden Fall der Stand der Dinge. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich kann auf jeden Fall sagen, über jedes Feedback, was ich je bekommen habe, war ich unglaublich dankbar. Für jeden Like, für jeden ausgeschriebenen Kommentar, für jeden Ratschlag, den ich bekommen habe, für jedes liebe Wort, für jede Kritik, für jeden Austausch, sei es in den YouTube-Kommentaren gewesen oder auf Discord oder sonst wo. Das hat mir persönlich wirklich sehr viel gegeben. Muss ich auch mal jetzt so sagen, wie es ist. Das hat mir persönlich wirklich sehr viel gegeben. Ja, denn jeder sucht ja so ein bisschen auch Bestätigung. Und wenn man dann für das, was man produziert oder macht, so ein bisschen geordnet wird, das
wäre, glaube ich, eine Lüge, wenn man da sagen würde, man wäre da nicht so ein bisschen geschmeichelt, ne? Und gebauchpinselt. Oh, was ist denn da los? Brüll mir doch nicht so ins Gesicht. Nichts gemacht. Ja. Ich muss einfach gucken für mich, wie kann das weitergehen. Ich weiß, ich wiederhole mich hier. Da vorne liegt er schon. Aber es wird weitergehen. Aber definitiv nicht in diesem... Ja, ich habe ihn doch schon. Auf jeden Fall nicht in diesem Ausmaß. Ne, denn das war ja schon... das war ja schon kritisch krass. Was ich da von mir selbst erwartet habe. Und ja. Ich danke euch auf jeden Fall. Ich danke euch auf jeden Fall. Ihr habt mir wirklich sehr, sehr viel schön gemacht. Und ich hoffe, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest haben werdet. Dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Und im neuen Jahr wird es dann weitergehen. Aber wie ist dann die Frage? Ich werde jetzt noch ein bisschen für mich hier weiter durch den Schnee laufen. Und ja, frohe Weihnachten, frohe Festtage, lasst euch reich beschenken, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, bis dahin alles Gute, euer Herr Newstime. Ach nee, das war ja ein anderer.